Bei der kommenden Situation würde gefühlt jeder zweite Fahrschüler falsch fahren. Du bekommst an der Prüfung die Wegweiserangabe, dass du auf die Autobahn Richtung Zürich fahren sollst. Du weißt natürlich, dass die Autobahn mit grünen Wegweisern beschildert wird. Viele denken sich jedoch, dass es Richtung Schaffhausen Autobahn nach rechts geht und wollen deshalb nach links abbiegen. Schaffhausen hat aber hier überhaupt nichts mit der Autobahn zu tun, außer dass beides nach rechts geht. Wenn du dieses Autobahnschild siehst, kannst du immer in alle Richtungen auf die Autobahn. Der Wegweiser könnte theoretisch auch so aussehen, macht aber wenig Sinn. Also biegen wir hier nach rechts ab. Dabei musst du aufpassen, dass du die Kurve nicht zu eng nimmst, da du sonst auf den Busstreifen kommst. Du siehst nun beim Überkopfsignal, dass immer noch Autobahn in alle Richtungen und auch Schaffhausen Hauptstraße geradeaus gehen. Hier löst sich nun das Rätsel auf. Autobahn Richtung St. Gallen geht nach links, Autobahn Zürich und auch Hauptstraße Schaffhausen geradeaus. Nun teilt sich die Geradeausspur nochmals auf. Da wir ja auf die Autobahn wollen, biegen wir rechts ab.